Willkommen zurück zu Red Dead Redemption. Arthur wartet hier schon in Valentine, wird beobachtet von irgendwelchen komischen Spuck-Chaoten. Und wir machen jetzt hier weiter mit der fremden Person, die wir da vorne entdeckt haben. Schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei Red Dead Redemption 2. Es ist ein schöner Morgen, wir sind gerade frisch aufgestanden. Ich war nochmal hier im Hotel, hab da nochmal übernachtet, damit er ausgeschlafen ist. War nochmal baden und so, hab mich glaube ich schon ein bisschen vorbereitet. Jetzt schauen wir mal. Es sind wieder die Zwillinge, die wir letztes Mal hier auch in Valentine getroffen haben. Man sieht sie schon von weitem. Now you see, Helen, Acri here is a silly boy. And Protus isn't a boy at all, but a chimpanzee. Was wollen sie denn heute? You can't punch, my sweet. It's sad, really. Oh my, our friend. Hello. I bet you can punch. Do me and the lady a favor here, would you? And thrash this impudent wretch. Thrash? No man alive can thrash me. What was your name, sir? Arthur. Arthur could. Easily. You, maybe, but not me. I know. Punch us both as hard as you can. You'll break his glass jaw, and I'll be left standing. The knight and the knave. Good idea. Hit me, then. Dear boy, give the feeble fellow a little tap and watch him crumble. Die sind sowas von durch, die beiden, ey. Ich soll sie jetzt... Wenn ich bezahlt werde dafür, dann schlage ich euch gerne, ey. Oh, das war ein Mädchenschlag. You really walloped him. Der hat nicht mehr ausgeholt. Das war nix. Come on. Ooh, look there. I got a proper chin. Da geht er richtig sanft mit den beiden um. God Lord above. Doesn't hurt. Nee, das glaube ich auch nicht. Hit me again. Right here. Right here. Mag gegen jetzt, oder? Okay. Oh, mehr auf die Brust. Da haben wir uns früher im Training ja mehr geschlagen als hier. Das war für uns Bauchmuskeltraining damals. Okay. Bist du irgendwie... Bist du irgendwie durch? Ich soll ihn echt in die Eier treffen? Okay, du zuerst. Ah! Ich glaube, die sind nicht mehr so da... Ich glaube, die sind nicht mehr so daran interessiert, später Kinder zu haben, oder? Okay. Enough, ich glaube schon. I think so. I slipped. And I hope you killed the leprechaun. And he's still alive? Shoot him, please. One of you. There. Up you get. We need to get some steak on those wounds. Madam, gentlemen, good luck to you. Wo ist denn diesmal meine Bezahlung? I've forgotten your kein hands. Geld dafür? Gott, die sind so kaputt, die beiden, ey. Wenn es so weitergeht, ist einer von denen irgendwann tot. Wenn sie an den Falschen geraten. Nicht an Arthur, sondern einer, der die dann halt mal wirklich mal über den Haufen ballert. Gibt ja noch genug kranke Leute hier in der Gegend. Okay. War ja mal, ja, was anderes, was ich als erwartet hatte. Aber okay. Mein Pferd ist hier noch am Hotel, wo ich gepennt habe. Come on now, boy. Ja, good boy. Morning, mister. It'll take more than that, boy. So, schön, dass er gewartet hat. Jetzt müssen wir aber zurück zum Camp. Also es liegt wieder eine weite Reise vor uns. Da werde ich hier vorne wieder die Kutsche benutzen, die uns dann nach Annisburg bringt. Jetzt mal kurz hier am Viehhandel vorbei, wo wir damals nochmals schön Ziegen und Schafe verkauft haben. Ey. Mann, ist das schon lange her. Mit John Marston damals hier, als wir die Herde hierher getransportiert haben. Das war noch richtige Cowboy-Arbeit. Da war noch nicht alles hinüber in der Gruppe. Alright, boy. So, ich werde mal hier Postkutsche fahren und ich hoffe, dass du hier erstmal wartest. Oder nicht wartest, aber ich striegel dich schon mal vorher. Damit du nicht sauer bist, dass ich nicht mit dir reite. Ja, so ist fein. Ich habe zwar schon die maximale Verbundenheit, aber man kann sich ja trotzdem noch weiterhin um sein Pferd kümmern, ne? Wer sein Pferd liebt, der schiebt. So, Saint-Denis, Annisburg. Da haben wir es. Warum kostet eigentlich Saint-Denis mehr? Annisburg ist eigentlich viel weiter weg.
Muss man nicht verstehen, weil die Stadt größer ist. So. Da ist mein Pferd schon, jetzt läuft immer schön hinterher. Schön brav. So, dann schauen wir uns mal im Lager an, was Dutch jetzt von mir will. Ich glaube, das wird nichts Gutes sein. Dutch Vanderland wartet im Camp. Wollen wir mal hoffen, dass er nicht wieder einen Plan auspackt für irgendwas. I have a plan. Sein berühmter Satz. Wenn man sich an Dutch Vanderlyn mal erinnert in der Zukunft, dann an diesen Satz. I have a plan. Ach so. Ja, dann ist ja alles gut. Hey, Pferd. So, da ist er, Boy. Er sieht immer noch sauber gestriegelt aus. Das ist ein gepflegtes Pferd, ne? Nicht so wie das von Bill Williamson. Der voll widerlich aussieht. Okay. So, gucken wir auf die Karte. Noch irgendwo vielleicht was aufgetaucht ist in der Zwischenzeit. Ich glaube, die meisten Nebenquests und so habe ich wirklich alle ganz gut fertig gemacht. Nichts mehr da. Auch nicht in Valentine. Wäre auch blöd, wenn ich da jetzt zurückreisen müsste. So, mal gucken, wie ich diesmal heute zum Lager komme, welchen Weg er mir vorschlägt. Und da hinten lang. wie er jetzt? Na komm, jetzt reite ich geradeaus. Wie immer da die Richtung wechseln macht, ne? Aber dadurch die Stadt reiten, finde ich echt anstrengend. Hier dieser Weg ist eigentlich angenehmer. So. Wir sind jetzt aber auch schon echt lange hier unterwegs in dem Camp, oder? Müsste jetzt nicht bald mal ein weiterer Kapitelsprung kommen oder so? Ich weiß. Ich habe mich ja nicht über das Spiel informiert. Ich spiele ja einfach, ohne mich zu spoilern, so. Deswegen weiß ich gar nicht, wie viele Kapitel es da gibt. Aber wir befinden uns immer noch im sechsten. Da kommen wir noch ein bisschen wenig vor. Mal gucken. Das Wetter ist heute mal wieder so schön. Letztes Mal sind wir hier im Regen geritten und so. Jetzt ist echt mal wieder richtig schön. Schöner Frühlingstag schon fast hier. Aber wir sind, glaube ich, mehr Winter, oder? Ich weiß gar nicht, welche Jahreszeit wir hier haben. Das wechselt ja immer von Gebiet zu Gebiet auch irgendwie komischerweise. So, Annisburg da unten und der Fluss. Das ist schon schön. Haben wir noch ein weiteres Camp zu sehen bekommen hier nach? Nach dieser blöden Höhle, wo wir jetzt sind? Wir werden es sehen. Ja. Eigentlich warten wir eigentlich nur darauf, bis die Bundesagenten uns finden. Und hoffentlich werde ich jetzt hier auf dem Weg zum Camp nicht wieder angegriffen von den komischen Waldbewohnern hier. Hey, da spielt eine Maultrommel. Habt ihr gehört? Im Wagen saß der gerade. Was ein geiles Instrument. Mal so muss ein Wald aussehen, ne? Also was die Welt angeht, wie liebevoll die gestaltet ist, noch kein anderes Spiel gesehen, was so eine geile Welt hat einfach. So, diese Natur und sowas. Das Spiel einfach ungeschlagen, finde ich. Ich meine, Assassin's Creed sieht auch gut aus, aber das ist ein ganz anderer Stil. Farbenfroher und sowas. Hier dieser realistische Touch von der ganzen Umgebung und der Welt ist einfach so gut. Okay, ich bin gleich da. Hier ist ja schon der Eingang zum Camp. Ich meine, guck mal, Cornwall haben wir hier niedergeschossen und sonst was, dass sich die Agenten bisher noch nicht gezeigt haben, ist eigentlich echt überraschend. Mit der ganzen Schießerei. Gerade weil wir Cornwall ausgeschaltet haben, hätten die da eigentlich schon lange auftauchen müssen. Agent Ross und so weiter. Die haben die ja seit dem Sumpf nicht mehr gesehen. Gut, da haben sie eine starke Niederlage bekommen. Wobei, sie waren ja schon in Annisburg. Ja. Reden die schon wieder über Molly? What do you think, Arthur? If she betrayed us, if she really did, well, it's a bad business either way. But I'm confused like both of you. Ja, ich auch. Die machen sich auch ihre Gedanken um Molly, ob Molly wirklich
It's bad. Ja, genau. Sie musste gehen, ja, aber sie musste doch nicht sterben. Dilly, man, sie hätte ja auch einfach die... I do believe you got a cold heart. Now you know that ain't true. Of course it ain't, but I'm scared. Me too. Me too. Man kriegt da immer sehr gut die Gedanken von den anderen Camp-Mitgliedern mit, wenn man sie einfach nur bei den Gesprächen mal belauscht. Also die reden immer noch über Molly, ob sie wirklich, wirklich hier das Camp verraten hat oder nicht. Ist das Sadie? Ja. Und Charles ist auch wieder hier. John Marston. Hier sitzen die Richtigen. Hier, das ist die Gang. Die gute Gang. Ich kann die gar nicht grüßen. Nur setzen. Ich muss zu Dutch. Oh, Micah ist auch da. Ich freue mich ja gar nicht. So why are these two still here? Wer sind die denn da? Pals of Micah's. They're getting real comfortable. We need guns for what's coming. Cleet and Joe know how to fight. It's lucky I bumped into him. What is going on, Dutch? What is happening to us? What's happening to you? You show him some respect. Excuse me? Mr. Vanderlyn! Mr. Morgan! Charles! They try to kill my people for oil! For Whoa. Oil! Today we ride once more. Ride with me! Ride with us! Ride with us against the factory! I love your courage, son. It is a thing of great beauty. Stop! Everyone, stop! My son, my last son, don't. When I was your age, I fought. I saw death. I have killed. The men I knew were slain. My firstborn, your brother, had his head smashed by a drunken soldier. My wife had her throat slit. I made peace. I knew not to trust, yet I had no choice. Maybe you were right. Maybe the slow death is worse than the fast one. Maybe none of these men are good. Maybe a world in which they came to us is a world that we cannot endure. But endure we must. Father, you are tired. Do not die for pride, my son. We have suffered too much in this trick. The earth, the water, they have no pride. They endure, and we must endure. My only boy, my precious boy, do not mistake my strength for weakness. As your chief, I implore you. Your words mean nothing to me, Father. Don't. Ride with me! Now! Stop. Please. Stop. Die sind echt jetzt auf dem Kriegspfad, please, die Jungen. Mr. Morgan, after you helped me after we spoke, this is just a trap. My son, my people will all die. You help this fellow, Arthur? Please. What of it? What else you been doing behind Dutch's back? What? The wars are over. We have lost. These young men will be annihilated. Please. I'll see what I can do. Charles. Who else will come with me? Oh, I'll ride, Arthur. Who knows what other secrets I'll learn about. Who else? I will. And me. Me too. Och. And me. I guess. Okay, sie kommen alle mit. All right. Let's ride out. Dass Micah jetzt plötzlich irgendwelche Leute da angeschleppt hat, gefällt mir gar nicht. Die sehen echt nicht gut aus, die Typen. Was sind das für Chaoten, ey? Die sind wahrscheinlich noch schlimmer als Micah. Behind my back, Arthur? I was trying to stop this mess from getting any worse. Genau. Maybe that didn't work. Why the hell would they attack the oil fields? What do you mean? It's perfect. This was your idea? Partly. The army, the government, the industrialists. They've taken everything from these people. Wouldn't you want to fight back? You've handed them a death sentence. Just like John, if we hadn't got him out of that prison. Hey, show some goddamn respect. You'll know when I ain't showing respect, Bill.
I had a plan. I still have a plan. What plan? What goddamn plan, Dutch? Tahiti? Timbuktu? That's enough! What's wrong with you all? What happened to loyalty? Yeah, what did? Thank you, Javier, Bill. Right now, it doesn't matter how we got here. These men need our help. I have a plan. This is the plan. So either stick with me or cut loose, because I am tired of this constant descent. Long tired of it. Now come on. Javier und Bill Williamson hier, die Arschkriecher noch. Aber das wissen wir ja. Okay, Sadie und John sind hier aber auch dabei. Wenigstens ein bisschen Unterstützung auch für Arthur hier. Das wird aber, glaube ich, ein Massaker werden hier. Look up ahead! It's one of them! Are you all right, son? Eagle Flies! Die kämpfen schon. He needs help! They all need help. Quick, somebody help! No, go! Please hurry, I'll be... Come on! Komm ich zu spät? Oder kommen wir zu spät? Wir sind schon mächtig unter Beschuss, glaube ich. Boah, Ölfelder angreifen, die wahrscheinlich auch noch sehr gut bewacht werden hier. Da geht es um viel Geld. Das wollen die natürlich nicht verlieren, die Leute hier, die das Land klauen. Aber das fliegende Adler einfach von seinem Vater nichts gelernt hat. Oder nicht auf ihn hört. John Marston und Arthur werfen sich schon Blicke zu. Und da sehen wir das flammende Inferno. Okay. It's a massacre. Sag ich doch. We gotta help these men. Can anyone see Eagle Flies? There. Going across the walkway. Er lebt noch. Got what you wanted, Dutch. You coming, Arthur? I'm gonna try and save him. This fight is unwinnable. You go and distract them and let me get to him. Have it your way. The rest of you ride with me. Let's meet up at the factory. Let's ride! Yeah! Go with him. Try and help there. I'm better off alone. We're riding with you. Come on now. Okay. Ride mit mir. Let's ride! Holy shit! Wie geil das aussieht gerade! Alter, von Inszenierung verstehen die auch was, ne? Eieiei, ist das mega. Schade, dass ich kämpfen müsste. Ich würde mir das auch einfach gerne einfach nur so ansehen, ey. Wie so ein Film. Halt doch mal still, ey. Oh, da oben sind ja noch welche. Gut, dass ich noch im Saloon gegessen habe und noch mein gelbes Herz habe. Die von oben müssen auf jeden Fall weg. Wir lassen denen nicht den High Ground. Und noch ein paar Leon. Sadie! Die stirbt schon einfach. Diese Frau, ey. Die hat Eier in der Hose. Oh, nicht in Bewegung schießen. Dann eiert der Punkt zu sehr rum. Na los, komm mal hoch. Okay. Durchs Feuer jetzt? Oh Mann. Wow! Da bin ich fast durch die Explosion. Was ist eben vom Steg gefallen? Das wäre nicht so gut. Ich komm ja. Redman! Come here! Eagle Flies!
Lass den mal, ey. Wow, das war knapp. Der wollte ihn gerade messern. Thank you. All of you. We need to go. Where are my men? Where are my men? We saw some fighting by the factory. That's where Dutch is gone. Let's go, quick. Any men we see, we must save them. Let's find the others. We need to get to the factory, Bill. You're cowards, all of you. Bunch of goddamn cowards. Wow. Der ist schon geflogen und ich habe ihn noch getroffen da. Watch out for the oil. Da kommt noch einer. Okay, der ist down. Beide? Habt ihr sie? Sadie, pass auf dich. Oben schon wieder. Okay, kehre zur Bande zurück. Ich bin ja dabei. Deckung. Was für ein Showdown hier, ey. Ich war schon fast. Ich glaube, die größte Schießerei bisher, die wir hier haben. This regiment is a joke. Let's go. What kind of men are you? Das ist Charles. Ist das einer von unseren Leuten? Nee. Das ist ein Gegner. Erledige die Army. Ja. Oben. Ah. Ich will den oben erwischen. Oh, die haben noch mehr Leute. Shit, Gatling Gun. Komm schon mal unten. Das ist einer von unseren Leuten. So, komm. Den krieg ich von hier. Hoffe ich. Jawoll! Wenn das mal nicht der Kunstschuss des Tages war. Here we go. You're done for. Den da, der... Na, okay, der ist down. Puh. Wir haben einige verloren, aber nicht alle. Ja, ich komm ja. Immer nur Arthur hier, Arthur da. Oben, pass auf! Hat er da rausgesneakt? Wow! Könnt ihr mal auch mal mitschießen? Das war knapp. Thank you. Kein Problem. Now you answer to us! You bastards! Hey, Ta! Wie lange kann Arthur das noch durchhalten mit seiner Lunge und so? Come on, let's finish this. Come on, push up. Da ist John. Nein, das ist mein Pferd. Warum rennst du hier rum? Gib Deckung, Pferd. Gib Deckung. Ich habe nicht gepfiffen oder so nachdem. Finde ich gar nicht gut, dass mein Pferd hier steht. Die Bewegungen da sind echt nervig gewesen. Okay, ich glaube, wir haben sie alle. Mensch, Pferd, geh in Deckung, ey. Hau ab hier. Der ist so treu, dass er mir auch hier zur Seite stehen will. Das ist echt schön, aber gefährlich. Einfach so gefährlich. Begib dich zu Dutch. Ach, Wahnsinn, der ist auch hier. So good of you to join us. Aha, halt die Klappe. Hey, saved your life. He did. You're quite the hero, Arthur, ain't you? Just a regular good guy, same as always. What is it with you, Arthur? What is it? I don't get you. Don't get you no more. Oh, the doubting.
The doubting. Come on, get him out of here, all of you. Come on, let's go finish things. Finish what? The doubts. You know why I wanted them to attack this place? I have no idea. Javier, you get them and you go. Until I find all my men, I'm not leaving. As you wish. Rest of you, get out of here. I'm staying with you. Was hat Dutch schon vor? Hat er da Geld versteckt oder was? Was will der hier? We need to find the office. Das Büro. It's upstairs, on the other side. I broke in here before to get those papers for Eagle Flies. Genau. That's better, Arthur. A little help. Come on, son. What are we looking for? Money, you fool. The money. There's state bonds here. Lots of them. I thought you were paying attention. Old Cornwall had a deal with the state. He was being paid to develop the region against the federal government's wishes, as they didn't want problems with the Indians. Mm-hmm. Anyway, so we get it, and we're done? We're almost free? Yes. If we're right. We've had tough times. The toughest of times. But come on. Don't doubt me no more. Staatsanleihen. Wertpapiere. Search the place. They gotta be here somewhere. In einer Fabrik. Warum sollte man die denn hier aufbewahren? I've been here before. Check that cupboard by the door. Okay, suchen wir mal mit. Ich habe Angst, Dutch den Rücken zuzudrehen just mittlerweile. Cash. $20, nice. Not much. I got him. Was? Er hat sie? I got him. Das Stück Papier. This is it. It's state bonds. Staatsleihe. How much? It's a few thousand dollars worth. Maybe more. Wie viel? Oh. We are nearly there. Arthur, we're nearly there. 5000? Mr. Morgan, let's go home. 5000 ist doch nix. Ich alleine hab schon 2000 hier im Spiel gehabt. Boah, der redet sich das so wie das Schöne, der Dutch, ey. Da stand 5000 drauf. Für die ganze Gruppe? Lächerlich. Aber er hat noch Geld in Blackwater versteckt, ne? Das hat bisher auch noch keiner gefunden. Abigail soll aber wissen, wo es ist. Oh. Holy shit. Get in there. Shoot him. Find him now. Ist das der Colonel? Das war der Colonel. Come on, Arthur. We have got to get out of here. Ja. Geh du vor. Cover me, Arthur. Ja, ja. Au. Ja, da steht doch noch einer. Mein Güte, ey. Dutch, der blöde Sack. Was war das denn? Wo ist mein Hut? Mein Hut verloren. Lag der nicht eben hier? Au. Holy shit, schon wieder. We got one. A white one. Scheiß Rohr geplatzt. Dutch. Ja. Wo wir von Loyalität sprechen, ne? Na, guck mal hier, er. Auf ihn ist Verlass. Ah, fuck. Fliegender Adler, halt durch! You silly fool! Come on! You saved my life more than once. Ja. To give mine for yours. It says it should be. Come on! Oh Gott. We need to go. You ran away. Oh, I didn't know such thing. Don't be a fool. They could be back here any minute. We did it, gentlemen. Oh, we got some money.
And with the train job? Well, we got a whole lot of money. Come on. Everything is coming together. Exactly as I planned. I've got to take the boy to his father. As you wish. Usually is nowadays. Sure. Come on! We gotta get back to camp and prepare! Let's ride! I'll be back when I can. I'll stay with you. And me, of course. And so will I. No, get out of here. Please. This ain't gonna be nothing nice. Be safe, Arthur. Oh, man, ey. Alright, come on! Der Dutch hat ihn noch zurückgelassen zum Sterben. Ohne Witz. Let's get him to Wapiti as fast as we can. Der ist einfach abgehauen. Und dann und Arthur lag da rum. Wäre. Ups. We must go back for the bodies. Die Leichen holen. Save your strength. Müssen eigentlich verbrannt werden bei den Indianern, ne? About this. About all of this. Ja. You have nothing to be sorry for. You know, Dutch. Dutch is. I guess my thinking is he used you. Yeah. He wasn't trying to help anyone but himself and his own crazy principles. Yep. We're grown men. Nobody made us do anything. Maybe I'm talking for my people as much as for yours. We saw he turned crazy and we couldn't believe it and we followed him anyway. Things should never have gone this far. You've seen the situation on the reservation. Better to die fighting than sick and weak. Maybe, but your people deserve better. Das stimmt. You okay, Charles? Not really. All this death, and for what? Just so we can have enough money to be able to run away from what we've done? There used to be some reason to it. Lines that couldn't be crossed. We even helped some folk. Those lines been gone for some time now. The time has come for us to draw our own lines, Arthur. Decide where we go from here. I swear, back there, Dutch just stood and watched. If it wasn't for Eagle Flies, I'd be... I know. I feel like he's descended into the kind of man he told us never to be. Maybe. He's just become more who he really is. I don't know anymore. I just feel like a fool. That money, those bonds, whatever it is, I don't want a cent. There's too much blood on it. Let's just get this boy to his father. Ja. Können nur froh sein, dass da nicht noch mehr Blut, Blut dran klebt an dem Papier. He's a brave man. Ja. Fearless. Always has been. This won't be in vain. We will try to round up more men from the north. Wherever we can. Many are ready to fight. No. This is over. For all of us. Peter! Yes. Peter! It's okay, brother. Save your breath. We're not too far. Er hat doch einen fiesen Bauchschuss gekriegt, oder? Okay, Leute. Wir müssen Fliegender Adler zurückbringen nach Waipiti zu seinem Vater. Hoffen wir mal, dass er überlebt. Nicht, dass Dutch auch noch sein Leben mit zu verantworten hat. Aber wäre er nicht reingekommen, wäre Arthur gestorben. An der Stelle schon. Oder gefangen genommen. Dutch hat sich einfach umgedreht und ist einfach eiskalt weggegangen. Hätte das jemand anderes getan, hätte John das gemacht oder Arthur gemacht oder was weiß ich wer, da wäre Dutch sowas von ausgetickt, wenn er da dann überlebt hätte. Aber für ihn selbst war es natürlich, ja, wie er geplant hatte. Boah, Leute, was für eine geile Episode heute schon wieder. Ich hatte richtig Spaß. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten wieder mit dabei. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wir machen hier an der Stelle in der nächsten Folge sofort weiter und bringen Fliegender Adler zurück zu seinem Vater. Vielen Dank und bis morgen. Ciao.